Ahmed war ein Kaffeehausbesitzer und wohl der schönste Jüngling am ganzen Bazar. Nur Kummer machte er seiner Mutter. Er wollte sich nicht verheiraten lassen. Ja, Ahmed, als er ein kleiner Junge war, da ist er immer zu den Märchenerzählern gelaufen. Und er hat sich geschworen, nur aus Liebe zu heiraten. Und wirklich nur aus Liebe. Jo, so verging ein Tag nach dem anderen und Ahmed machte sein Café, Haus und betrieb es und war ein guter Kaffeehausbesitzer, ein guter Gastgeber. Und eines Morgens kommt er zu seinem Kaffeehaus und da sieht er schon von Weitem, was ist denn das? Da hat jemand Lumpen bei mir abgeladen. Also Frechheit. Wobei, das sind ja gar keine Lumpen. Da schaut ein Bein heraus. Und ein Wanderstab, eine Bettelschale. Ja, das muss ein Derwisch sein. Und Derwisch Babu, komm mit. Oh, bist du schwach, lass mir dir aufhelfen. Komm, ich glaube, ich nehme dich mit in mein Café. Da habe ich einen Divan und da kannst du dich ausruhen und ich versorge dich mit allem Nötigen. Komm mit mir mit. Und ja, so trug er ihn schon fast mehr, als dass er ihn führte in sein Hinterzimmer, wo er ihm dann mit Speisen und Trank bewirtete. Und als er die Füße sah, ihm noch auch noch die Füße wusch, weil sie so staubig und aufgerissen waren. Da sagte der Derwisch, Ahmed, oh Ahmed, du hast so gut an mir getan, wie ein eigener Sohn es nicht besser könnte. Ich möchte dir eine Gabe geben. Eine Gabe, die ist wunderbar. Wenn du eine große Muschel nimmst und dem Meeresrauschen lauschen kannst, so sollst du in Zukunft deine Kaffeetassen nehmen können. Und die Gedanken, Wünsche und Geheimnisse der Menschen hören können, die davon zuletzt getrunken haben. Welch wunderbare Gabe, lieber Derwisch, die wird mir bestimmt sehr hilfreich sein, aber vielleicht solltest du jetzt ein bisschen schlafen noch. Ich habe nämlich dann auch zu tun im Gastraum für den Kaffee, wenn die Gäste kommen. Und ja, schlaf noch ein bisschen. Der Derwisch redet im Fieberwahn. Sowas gibt's ja gar nicht. Und wahrlich, die ersten Gäste kamen gleich und so viele wie selten zuvor. Und er hatte alle Hände voll zu tun und über die ganze Arbeit vergaß er den Derwisch komplett. Erst als er den letzten Gast für heute verabschiedet hatte, da fiel ihm der Derwisch wieder ein. Der Derwisch, Derwisch, Babu. Oh, verschwunden. Naja, wenigstens die dreckige Kaffeetasse, die kann ich noch zu den anderen stellen. Wobei, sie vibriert, sie summt, Meeresrauschen, Lauschen. Ahmed, oh Ahmed, ich sprach doch nicht im Fieberwahn. Doch hör mir gut zu. Nutze deine Gabe weise. Ich werde wiederkommen, um zu sehen, ob du ihrer noch würdig bist. Die Kaffeetassen. Die Kaffeetassen! Was habe ich hier? Ali, Ali, du Strolch, du warst es, der dem Kadi, dem Richter, die Feige an den Turban warf. Und was haben wir hier? Die vier jungen Frauen des alten Seidenhändlers, die holen sich immer junge Männer ins Haus, wenn er auf Reisen geht. Und was haben wir hier? Mahmud, du Schuft, du Elender, du Hund einer Hündin, du... Er verkauft seinen Gästen Kaffee, geschmuggelt. Und Tabak ebenso.
Na, das Spiel hast du die längste Zeit gespielt. Wahrlich, am nächsten Tag, da kam die Stadtwache an einer aufgebrochenen Tür vorbei. Und da muss sie natürlich nachsehen. Und was fand sie? Säckeweise Tabak, Kaffee und anderes Gut ohne das städtische Siegel. So wie es dieser Schmuggelware ging, erging es auch den anderen Schmuggelwaren und auch gestohlener Ware. Dass vielleicht ein bisschen was fehlte, das übersah man geflissentlich. Ahmeds Café inzwischen wurde immer prächtiger und schöner und immer beliebter, auch weil sie dort Informationen bekamen und Neuigkeiten und Geheimnisse gegen ein Bakschisch, ein Trinkgeld, was man sonst nirgendwo in Erfahrung bringen konnte. Eines Tages jedoch, da wurde etwas anderes gestohlen. Und zwar, man schon Tage zuvor hatte Ahmed gehört von einer wunderschönen Sklavin, vielleicht die allerschönste, die jemals den Bazar betreten hat. Und eben jene Sklavin wurde geraubt am helllichten Tag, mittags nach dem Essen, wo alle Leute schlafen, wegen der großen Hitze. Und just da wurde sie geklaut. Und der freche Dieb, er war gerade dabei, den Riegel aufzumachen von seinem Verlies, wo er sie einsperren wollte, zog die schwere Eisentür mit einer Hand, zog sie gerade auf, da wurde ihm von hinten die Sklavin entrissen. Er bekam einen Stoß in den Rücken, noch einen Tritt hinterher, die Tür flog zu und der Riegel wurde vorgeschoben. Na, wer kann das wohl gewesen sein? Natürlich unser Ahmed. Hab keine Angst. Ich bring dich zurück zum... Nein, nicht zum Sklavenhändler, ich flehe dich an. Und da löste sich ihr Schleier und fiel herab. Und Ahmed war versteinert. Das war es. Er fühlte sein Herz rennen, die Knie zittern. Einen trockenen Mund hat er auch noch. Wie sollte er weitersprechen? Zurück zum Haus meiner Mutter, in die Freiheit. Ja, das brachte er noch heraus. Dann nahm er den Schleier, setzte ihn ihr wieder auf, verhüllte ihr Gesicht und führte sie nach Hause. Ja, für Ahmed war die Sache klar. Er war verliebt vom ersten Augenblick. Aber wäre es jetzt echte Liebe, wenn sie ihn nicht auch zurückliebt? Aber er hatte ja die Kaffeetassen und die brachte er natürlich mit nach Hause vom Bazar, weil Melek, so hieß die Schöne, und seine Mutter ihn doch beraten mögen, wie der Kaffee denn schmeckt, den er da im Angebot hätte. Ob der denn auch wirklich gut sei. Und nach dem ganzen Prozedere ließ er sie natürlich überhaupt nicht nehmen, diese Kaffeetassen selbst abzuwaschen. Und dafür brachte er sie in den Innenhof zum Waschtrog. Und naja, ihm zitterten schon ein bisschen die Hände drum. Drum nahm er erstmal die Tasse seiner Mutter, weil ein bisschen liebende Bestärkung, die könnte er jetzt gebrauchen. Ahmed! Oh, Ahmed! Du Idiot! Du Esel! Du Einäugiger unter den Blinden! Du Tauber unter den Schwerhörigen! Mama? Das wollte er jetzt nicht wirklich hören, sowas. Dann doch lieber mit Melekel, aber... Durfte er das überhaupt? Weiß nicht, Diebstahl? Würde er nicht die Liebe stehlen? Geheimnisse erforschen von Melek? Ahmed! Derwisch, Babo, du bist zurück! Ahmed, was hast du getan?
Missbraucht hast du meine Gabe. Reich bist du geworden. Gestohlen hast du. Gestohlen? Ja, vielleicht Diebesgut und Schmuggelware. Und bereichert habe ich mich auch. Ich bitte dich, ich bin deiner Gabe nicht würdig. Nimm die Tasse, nimm die Gabe von mir. Der Derwisch nahm die Tasse und Ahmed spürte etwas ganz Sanftes an seinem Ohr. Ahmed, oh Ahmed, wie sehr liebe ich dich, du mein Liebster, mein Retter. Vom Augenblick, als du mir sagtest, in die Freiheit gehört mein Herz dir. Derwisch, Derwisch Babu, sie liebt mich. Sie liebt mich wirklich. Nun weißt du, was du zu tun hast, Ahmed. Führe die Herzen der Menschen zusammen und die Gabe soll auf ewig dein sein. Doch hüte dich. Bring nicht wieder die Tassen vom Bazar nach Hause. Wie leicht könnte sich das Liebesseufzen deiner Melek in ein Fluchen deiner Mutter sich verwandeln. Und mit diesen Worten verabschiedete er sich. Oh, ich will alles tun, was der Derwisch mir auftrug, nur diese Tasse werde ich niemals zurückbringen auf dem Bazar. Die will ich aufheben in einem Schrank und immer wieder daran lauschen. Und er eilte zurück zu Melek und da war doch die Stufe 1000-mal genommen dieses Jahr. Und er stolperte. Und die Tasse in 1000 Scherben. Und so wurde für Ahmed wahr, was allgemein bekannt. Liebesseufzer, die sind für den Augenblick und nicht für die Ewigkeit.